So, dann suchen wir doch mal für die Weinspontis was raus. Mal wieder was aus der Solidaritätsbox von Dirk Würz. Was haben wir hier? Weingut Bollig. Urgestein Riesling Feinherb von der Mosel. Ja, das Ich ist grüße was. euch zu den meinen Spontis. Heute habe ich mal wieder was aus der Solidaritätsbox herausgesucht. Das war ja wirklich eine super Aktion. Zum einen hat man helfen können, zum anderen hat man durchaus mal ein paar Weingüter hier zugeschickt bekommen, also Weine von Weingütern zugeschickt bekommen, die man auch gar nicht gekannt hat. Und da will ich euch heute mal was zeigen, nämlich das Weingut Bollig von der Mosel aus Wintrich. Das ist eigentlich ein relativ junges Weingut. Also das hat der Lukas Bollig erst 2018 übernommen von seinem Onkel und machen auf 3,5 Hektar natürlich Riesling, aber auch ein bisschen Burgunder und Chardonnay soll jetzt demnächst kommen. Wieder ein Beispiel dafür, dass Chardonnay in Deutschland wahrscheinlich eine größere Rolle spielen wird. Also hier haben wir einen Riesling Feinherb vom Urgestein. Ich mag ja sowas mit ein bisschen Restsüße von der Mosel, also durchaus. Bin mal gespannt. Wir haben jetzt 10 Gramm, 10% Alkohol, also wirklich sehr human vom Alkohol her. Bin auch sehr gespannt. Also wir haben ja hauptsächlich vom Wintricher Herrgottsacker, glaube ich. Ja, Wintricher großer Herrgott heißt er natürlich. Herrgottsacker, wie komme ich da drauf? Egal. Ah, der ist schön. Der ist schön. Ist für mich so typisch Mosel. Also die Nase, die man so reinhält, man hat so diesen weißen Weinbergspfirsich, man hat eine Süße, man hat den Schiefer, der da durchkommt. Kla ganz klassischer Mosel-Riesling für mich. Hat auch so ein bisschen was. Ja, was reifes Obst, so ein bisschen Honigaromatik ist dabei, ganz leicht. Aber wirklich Schiefer, Pfirsich, schön, gefällt mir. Zum Wohl. Schönes süße Säurespiel, bisschen knackige Säure, ich glaube 8 Gramm Säure hat der, 20 Gramm Restzucker, schön austariert. Klassisch, richtig schön Mosel. Also, ich bin ja noch ein größerer Fan von Spätlesen, aber der hier, der macht Laune. Also, schönes Zusammenspiel einfach. Also ich muss echt sagen, der macht Spaß. Also das ist so eine Flasche Wein. Da machst du die Flasche auf, trinkst sie mit ein paar Freunden, hast Spaß den ganzen Abend. Am besten machst du noch eine zweite Flasche davon auf. Sehr gekonnt, macht richtig Spaß. Schöne Fließgeschwindigkeit. Wie ihr seht, also der macht Laune. Richtig gut. Ist auch, finde ich jetzt, ja, also ich finde den durchaus sehr gelungen und das muss man auch honorieren. Also ich wäre jetzt hier schon, also noch nicht in den 40, aber ich wäre da jetzt schon so. Also 38 Punkte würde ich da schon geben. Der ist wirklich gut. Macht Laune. Also preislich kann ich auch gar nicht so viel dazu sagen. War ja in dieser Box. Deswegen keine Ahnung. Aber ich habe mal so recherchiert und die Preise vom Weingut liegen so, ich sage jetzt mal, knapp unter 10 €. Also da tut er auf jeden Fall. Das ist für euren Geldbeutel kein großer Schaden, aber für euren Gaumen ein großer Genuss und der macht Spaß. Also wirklich Kompliment, Empfehlung zum Wohl.
Ich gebe ab an Ralf und dann trinke ich auch noch was. Aber na, werdet ihr gleich sehen, was es gibt. Bis gleich. So, salut. Wir sind im Château Thébaud. Im Gebiet Muscadet Sèvres et Maine. Jahrgang 2017. Ich finde ein sehr interessantes Weinbaugebiet. Hier herrscht als Rebsorte Melon de Bourgogne. Los geht's. Ja, salut! Château Thébaud, Domaine de la Pépière. Mit einem R. Also ist eigentlich auch ein Muscadet, aber ein Cru. Ja. Muscadet, das muss man dazu wissen, das war eigentlich ein Wein, der total vereinheitlicht wurde. Es sollten große Mengen vermarktet werden, Einheitsgeschmack, er sollte recht günstig sein. Also ist meistens, kriegt ihr den für 5, 6 Euro die Flasche. Ist nicht schlecht, aber ist es das Richtige für den Weintrinker? Also vor ein paar Jahren hatte ich schon mal Gelegenheit, die Crus, die sich hier immer mehr rauskristallisieren, kennenzulernen. Liegen eigentlich alle unter 20 Euro, irgendwas 15 Euro rum kriegt ihr die. Und sehr interessant, ja. Furztrockene Weine, aber jetzt schauen wir uns mal den an. Das Weingut arbeitet biodynamisch, alles mit Handlese. Ist gar nicht so klein, hat 42 Hektar, sind natürlich nicht alles Grüß. Das meiste ist der normale Wein. Wie gesagt, passt super, wenn ihr euch ein paar Austern reinknallt, runterschlütten mit Muscadet, ist nicht das Schlechteste im Leben. So ist es aber nicht bei den drei Weingutsbetreibern, die das Ganze heute betreiben. Da muss ich sagen, da habe ich mir die Namen aufgeschrieben, ja, weil es sind zum Teil bretonische Namen. Ja, es sind Marc Oliver, ja, Rémy Branger et Veneil Croix. Das war der bretonische. So, auch noch nicht mehr. Also man hat von Anfang an gesagt, man will hier eigentlich nur Spitzenqualitäten erzeugen beim Château Thébaud. Also man versucht auch in einem speziellen Verfahren, da muss ich mal schauen, was das ist, die Trellige auf drei Drähten wird die Rebe ausgebaut, um eben mit Laubbestand bestmögliche Qualität und hohen Zuckeranteil zu erzielen. Einfach vor dem Hintergrund, das wird ja oft nicht gesagt, aber so umgeht man die Chaptalisierung, also die Aufzuckerung vom Wein. Das ist alles natürlicher Zucker, der in der Rebe drin ist. Der Boden ist also Granodiorit, das ist eine Granitart mit verschiedenen Einschlüssen. Der Wein bleibt 2 bis 4 Jahre auf der Hefe. Hat danach eine eher runde, fette Textur. Oh ja. Und kandierte Früchte. Also er riecht wirklich nach kandierten Früchten. Röstaromen. Zum Ausbau. Also die erste Spontangärung ist im Erdtank. Und wie gesagt, er bleibt dann 30 Monate. Oder bis zu 30 Monate auf der Hefe und da müsste auch Holz im Spiel sein, ja, also so wie er wirkt,
Boah. Also wir sind, wie gesagt, unter 20 Euro. Genauen Betrag kann ich euch gar nicht sagen. Und das finde ich so faszinierend an den Weinen. Die sind wirklich furztrocken. Hier kannst du trocken trinken lernen. Ja? Das ist fränkisch trocken. In seiner reinsten Version. Hat er auch mal zu Franken dazugehört. Ja? Aber du hast solche Sachen wie kandierte Früchte. Also du kannst wirklich Früchte, durch das lange Hefelager kommt diese Fruchtkomponente dazu. Er ist aber trotzdem sehr mineralisch. Wir haben ja schon öfters Weine aus der Region vorgestellt. Und ich glaube, wir machen mal eine Château Thébaud-Verkostung. Da gibt es einige interessante Erzeuger. Interessanterweise, die ich kenne, sind alle bio. Ne? Und man sollte auch die Rebsorte Melon de Bourgogne nicht unterschätzen. Ein großer Winzer aus Franken, ein junger Winzer. Christian Stahl hat zu mir mal gesagt, wenn du eine Rebe als große Rebe behandelst, wird sie auch entsprechende Ergebnisse liefern und da ist was dran. Ja. Da brauchen die Snobs etc. nicht die Nase rümpfen. Das ist ein großartiger Wein. Nur, dass sich das Portemonnaie nicht so ausbeult. Ja. Auch wichtig. Schöne Zitrusnoten noch dabei. Hat eine schöne Säure, wird überhaupt nicht platt. Der Wein hat ein extremst langes Lagerpotenzial. Und also ich habe ältere Weine letztens probiert von einem anderen Erzeuger. Pff, genial, absolut genial. Das ist noch nicht en vogue, großer Tipp. Schaut euch nach denen um. Ich weiß nicht, ob es Erzeuger... ob es Weinhändler in Deutschland gibt, die die richtigen Grüß handeln. Vielleicht sollten wir auch mal Weinhändler werden. So nebenbei zu fairen Preisen. Keine Ahnung. Ja, schwierig, schwierig. Dann bist du nicht mehr unabhängig und so. Und wenn du dein eigenes Zeugs verticken musst. Ja, wollen wir eigentlich nicht. Ja. Also großes, großes Weinvergnügen zum wirklich überschaubaren Preis, unter 20 Euro. Ich muss mal schauen, wie viel genau. Das ist für mich ein Wein, der die 40 Punkte knackt, auf jeden Fall. Kriegt ihr 41 und schöne Grüße nach daheim. Nach Deutschland und Österreich. Und probiert's Melon de Bourgogne als Cru. Genial. Salut. So, dann suchen wir was für die Weinspontis raus. Wollt mal keinen Sekt. Aber in der Mitte Orange Malagugia von Kamkuti Vineyard, also griechischer Wein heute. Probieren wir es. So, ja, ihr habt es gesehen. Heute ist Orange-Zeit, nämlich griechischer Wein hier bei den Weinspontis. Ihr wisst ja, wir haben ein gewisses Faible für griechische Weine, wenn sie aus autochthonen Rebsorten sind. Und Malagugia ist so eine davon. Also eine sehr vielseitige Rebsorte, hat nicht ganz so viel Säure wie jetzt andere Rebsorten, wird vor allem teilweise auf dem Peloponnes angebaut, aber vor allem in Makedonien. Und hier, da sind wir heute, in Makedonien, in der, wie heißt es nochmal, das Dorf, Velventos. Das ist, glaube ich, im Nordwesten Makedoniens. Und die das Weingut Kamkuti
Oh. Arbeitet hier sehr naturnah. Also ist kein Bio-Weingut, aber sehr naturnahe Arbeit ist hier im Vordergrund. Der Wein ist, glaube ich, für 40 Tage auf den Schalen. Wilde Hefen, also Spontangärung. Und so schaut's aus. Schaut geil aus, oder? Farbe speziell. Also wir haben so ein Goldgelb, sage ich jetzt mal, Honiggelb. Aber schon, ja, schon ein bisschen trüber. Also ich glaube, der ist auch nicht filtriert. Wir haben hier so einen Duft, so ein bisschen grüner Tee wieder dabei. Grüner Tee, also ich finde das sehr oft bei griechischen Orangeweinen, dass da so dieser grüne Tee dabei ist. Aber wir haben auch noch Mandarine oder so, also so wirklich orangiges, mandariniges. Aber nicht so pappsüß, sondern eher so ein bisschen bitterer. Was Nussiges ist auch dabei. Bin gespannt. Zum Wohl. So ein bisschen was Teemäßiges. Wirklich auch dieser nussige Geschmack und diese Orangen-Stilistik, die haben wir da. Also das ist jetzt kein Wein, der jetzt, wenn man sich an Orange ein bisschen rantasten möchte, ist das, glaube ich, ein ganz guter Vertreter dafür. Er ist ein bisschen leicht, er ist nicht zu heftig, finde ich jetzt. Also wir hatten schon mal einen Griechen hier, ein Orange, der war da deutlich heftiger, aber das ist ein durchaus schöner Wein hier einfach. Das ist wirklich nicht schlecht. Die Aromatik ist top. Also wirklich eine ganz schöne Nase, die der Wein hat. Gibt es euch so für 12 Euro bekommt er den in Deutschland? Ist so ein bisschen, der erste Schluck ist ein bisschen überraschend und je mehr man probiert, umso gefälliger wird der Wein. Also der ist wirklich nicht schlecht. Also ich werde da das nochmal genauer gucken. Ja, der ist schön. Wie gesagt, Säure nicht so heftig, weil die Rebsorte nicht die Megasäure hat, aber wirklich ein ganz schöner Vertreter. Also der schon fleischig. Was ist das für ein Jahrgang? 19, glaube ich, oder? 2019, ja. Haben auch nur 13 Alkohol, also alles gut. Punkte. Schöner Wein, ist noch nicht auf bei den 40, aber ein schöner Orange, macht Laune, ist mit Sicherheit was, um sich da mal ranzutrauen an das Thema. Servus, wir sehen uns. Ja, salut, herzlich willkommen zum zweiten Wein aus Frankreich. Blablab. Wir sind immer noch in Mâcon, allerdings Mâcon-Bray. Das Weingut
beziehungsweise der Wein heißt 118, Saint-18. Winzer Delphine und Sébastien Boisseau. Und das Weingut ist in Bray. Ja, darum Macron Bray. 118. Die Zahl heißt eigentlich nichts anderes, wie sie gibt das Alter der Rebstöcke an. Das heißt, der Wein heißt jedes Jahr anders. 118, das ist jetzt Jahrgang 18. Das heißt, der 19er heißt 119. Dann der 20er 120. Finde ich keine schlechte Idee. Das Weingut wird biodynamisch bewirtschaftet. Also ich bin ein großer Fan davon. Jetzt bei dem Weingut hat es den Hintergrund, der Vater von Sébastien war konventioneller Winzer. Und der ist sehr stark erkrankt an den Spritzmitteln. Und von daher stand für den Sohn fest, Leute, ich mache auf jeden Fall biologischen Weinbau. 2012 war es dann soweit. Die beiden haben ein Weingut übernommen. Mittlerweile ist es auf Demeter Standard. Keine schlechte Adresse. Sie machen 40.000 Flaschen im Jahr. Und haben 7,5 Hektar. Also der Wein ist spontan vergoren. Also ich nehme an, dass es teilweise Holz, teilweise Stahl ist. Sehr kräftig im Geruch. Du merkst gleich Burgunder. Ich schaue nur kurz nach meinem Hund. Oh ja, noch in Hab-8-Stellung, gut. Also ich habe ein bisschen nachgeforscht über das Weingut. Ich habe nicht meine eigene Webseite gefunden. Und ist so ein bisschen Geheimtipp. Preis wird so um die unterhalb von 20 Euro liegen pro Flasche. Aber der Geschmack ist Bourgogne. So richtig. Das, was man sich unter Bourgogne vorstellt, ist etwas buttrig. Der Pfirsich ist da. Ich glaube schon, dass da ein bisschen Holz dabei war. Also er ist sehr... Ist kein Leichtgewicht, aber ist auch jetzt nicht irgendwie überbordend oder so. Hat Fließgeschwindigkeit, Leute. Das ist eigentlich extremst wichtig. Also die Sendungen hier sind gar nicht schlecht. Ohne Tisch und so. Man muss zumindest mal ein, zwei Kniebeugen machen, um nachzuschenken. Alkohol 13,5. Also vom Charakter her, wenn ich es jetzt vergleichen darf, ist es schon eine erste Lage. Ja. Ich glaube, wir würden das als erste Lage charakterisieren. Bisschen Bergamott. Schöne Säure, Zitrusaromen kommen jetzt dazu.
sehr frisch. Der kann auch lange lagern. Kriegt von mir ...42. Also, a bientôt. Bis zum nächsten Mal. Trinkt's mehr Burgunder. Au revoir.